Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch einmal eine andere Seite von Dubai, und zwar das alte Dubai. Wir haben eine Touristentour gebucht, die dauert jetzt circa 3 Stunden, wird uns durch die verschiedenen Bereiche des alten Dubais führen. Wir sind selber schon sehr gespannt, was auf uns zukommt, also let's go! Das ist unsere Nationaltracht. Nationaltracht von Fa'a. In den arabischen Ländern trägt man häufig auch helle Klamotten. Das nennt man hier Kandura. Taub in Saudi-Arabien, Bahrain, in Katar, Bahrain tragen die auch solche Kopfbedeckungen. Immer weiß. Reden wir darüber. Es ist ein Zeichen, ein Signal für die verschiedenen Volksstämme, die hier in dem Gebiet gewohnt haben, sich auch zu unterscheiden. Schwarzer Ring, habt ihr gesehen am Flughafen, unterscheidet zwischen formell und zwanglos. Das heißt, wenn jemand der schwarze Ring trägt, er ist formell. So wie ich hier, nicht formell, sondern kalt. Ich würde gerne über die Kultur sprechen. Kultur heißt alles. Hier sind Signale. Wir sind Araber, höfliche Menschen. Wir können unser Gast aber nicht sagen. Du solltest abhauen, sozusagen. Wir haben genug von dir, das sagen wir nicht. Aber wir senden Signale, wie diese Tasse. Diese Tasse oder die Größe der Tasse, wie viel voll ist die, ist ein Zeichen. Die Hälfte von der Tasse abbekommen. Ja? Das ist ein Zeichen, ein Signal, dass Sie als Gast bei uns gerne willkommen sein. Wenn die Tasse aber voll ist, ein Zeichen, das Gegenteil davon, dass du als Gast oder als jemand, der zu Besuch bei uns ist, nicht mehr als 15 Minuten Zeit hast, um uns auch leider zu verlassen. Ich möchte hier noch ein bisschen vergleichen. Der Krankenversicherung, Bildung. Hier, wie gesagt, fast das Gegenteil. Arabisch wird von rechts nach links geschrieben. Deutsch, Englisch, links nach rechts. System bezüglich der Bildung. Es gibt hier keine Bildung. Bildungspflicht. Also keine Schulpflicht wie in Deutschland. Krankenversicherung ist aber auch keine Pflicht hier. In Deutschland bezahlt Arbeitnehmer, Arbeitgeber 50-50. Wenn jemand einen Job hier bekommen hat, bezahlt der Arbeitgeber alles. Es gibt keine Obdachlosen hier. So, und sogar obdachlos zu sein ist gesetzlich verboten. Nur 28 Tage zur Verfügung, um seine Lage zu verbessern oder um nach einem Job das Land zu verlassen oder einen anderen Job zu suchen. So
Also die Häuser, die wir hier in der Umgebung haben, sind alle so rund um die 150 Jahre alt. Und das sehr Interessante ist, die sind aus Korallenstein gebaut. Der höchste Punkt des Hauses, das ist der sogenannte Windturm. Das war nötig damals, um die frische, saubere Luft von oben hinunter ins Haus zu bekommen. Und an diesen Löchern an der Wand wurde dann die verbrauchte Luft unter Anführungszeichen aus dem Haus wieder hinaustransportiert. Und so hatte man stets immer frische Luft in seinem Haus. Granatapfelsaft mit einem Plastikstrohhalm. Sehr, sehr gut. Sugarcane, sehr lecker. Jetzt ein bisschen nach Babymais mit Zucker, kann man sagen. Echt geil. Wir sind hier auf einem Markt in Old Dubai. Und speziell, wenn es darum geht, wenn man jetzt zum Beispiel Souvenirs kaufen möchte, gewisse Dinge, das ist hier viel, viel günstiger als in jetzt Downtown Dubai oder in der Marina. Also es herrscht ja sehr oft das Vorurteil, dass Dubai überall nur teuer ist. Absolut. Auf keinen Fall. Und auch man bekommt hier dieselben Souvenirs, wie man auch in Downtown oder in Dubai direkt bekommt, nur zum Bruchteil des Preises. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man hier das Ganze oder dass man hier auch ein bisschen verhandelt. Also das heißt jetzt nicht, dass man das Brot vom Teller nehmen soll, aber meistens der erste Preis, der einem hier genannt wird, ist absolut zu hoch angesetzt. Genau. Und das heißt, dass die erwarten sogar, dass man ein bisschen feilscht. Natürlich würde ich jetzt nicht, wenn ich irgendwo ein Wasser kaufe um 50 Cent, da würde ich jetzt nicht um 10 Cent runterhandeln. Also das wäre dann schon unverschämt. Und ja, ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt hier noch ein bisschen. Ja, wir arbeiten nämlich gerade jetzt eine halbe Stunde Zeit, um uns das Ganze ein bisschen Eigenregie anzusehen. Und dann geht es, glaube ich, mit dem Boot über den Fluss. Genau. Oder auch was vielleicht noch interessant ist zu wissen, dass man hier auch am Stadtrand. Thank you. This one. Thank you, all good. Ja, also mit dem muss man rechnen. Wir sind jetzt noch nicht mal im Goldzug. Wenn wir im Goldzug sind, dann wird das Ganze noch brutaler. Aber ist ja klar, die wollen hier Geschäft machen. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Und wir sind ja auch von den Touristen abhängig. Das heißt aber jetzt nicht, dass man überall was kaufen muss. Und ich würde jedem empfehlen, der in Dubai ist oder der hier zu Besuch kommt, schaut euch auch die Altstadt an. Das ist wirklich interessant. So, ich glaube, wir müssen hier runter. Ja. Aladdin Schutz. Thank you. Young man, how are you? I'm an old man. Siehst du, wie sie mich beziehen hier? Also, wir sind jetzt hier wieder beim Ausgangspunkt. Drehen wir uns mal kurz um. Jetzt geht es dann gleich in so ein altes traditionelles Boot und wir fahren dann rüber nach Deira zu den ganzen Souks. Also wir haben jetzt von unserem Tourguide einen kleinen Snack bekommen. Das sind so Teigflaschen mit Kartoffel, Gemüse. Richtig geil. Genau. Und dann gibt es da so diese großen. Was war das? Ich glaube Kichererbsenteig, oder was war das? Da ist Kichererbsenteig dabei, ja. Also das sind die mit Kartoffeln, die sind ziemlich groß, aber sehr, sehr lecker. Du hast nicht mal einen Euro hier. Mitbekommen habt, sind wir mit dem sogenannten Abra, das sind diese traditionellen Boote hier, von der einen Seite auf die andere gefahren. So eine Einzelfahrt kostet ein Dirham, also das sind ungefähr 25 Cent, sehr, sehr günstig. Man kann diese Boote aber auch für Gruppen buchen. Das heißt, wenn du dir mit einer ganzen Gruppe, kostet eine Überfahrt 20 Dirham, das sind 5 Euro roundabout. Mhm. Oder man kann auch ganze Touren, so längere, da machen die jetzt eine Stunde, anderthalb gehen. So eine Rundfahrt. Ja, Rundfahrten. Da bist du dann bei 100, 120 Dirham, also 25 Euro, sehr, sehr günstig. Kristall, Metalle und Vanillesteine kosten in der Regel nicht mehr als 2 Dirham pro Gramm, nicht mehr. Und Safran? Safran 15 Dirham pro Gramm. Für die beste Qualität. Ja. Alaunesteine, Araber benutzen es als Deodorant. Ja. Ah, ja. Und auch
als Beruhigungsmittel. Ah, für die Haut zum Beruhigen, okay, ja. Gegen Eczema und Allergien treiben man auch ein bisschen gegen die Haut. Nicht mehr als 10 Minuten und dann abwaschen. Und bitte nicht mit anderen Elementen auch mischen. Riecht mal bitte, das ist Sandalwood. Ein kleines Stückchen davon auch nimmt, ja? Zu sich nimmt, ja? So, so klein. Wird es von Burj Al Arab dich ein Schachtel hier nur die Hälfte schlucken und es reicht. Ja, das hier, das ist Safran, das ist Gewürz hier. Baum hat gegen Verdauungssystemprobleme aus von Eriko. Aus von Eriko gibt es auch in der Schweiz, glaube ich, in Österreich. Die Frauen tun das in Wasser rein, da öffnet sich diese Blume, er wird größer und entweder waschen sie sich damit oder trinken die Lösung. So, raus aus dem Gewürzzug sind wir jetzt im Goldzug. Auch sehr zu empfehlen hier, wenn man Schmuck kaufen möchte, Gold, Silber, Platin, alles Mögliche, dann kommt man hier in den Goldzug. Natürlich auch wieder ganz andere Preise, als wenn man jetzt wieder Richtung Downtown reinfährt. Von dem her ist es wirklich eigentlich ein Pflichtbesuch, wenn man Dubai besucht. Absolut. Dass man den Gewürzzug zumindest sieht und auf den Goldzug, das sind die zwei meiner Meinung nach wichtigsten. Die anderen sind so Textilien, Haushaltswaren und so weiter. Das wird man jetzt als Urlauber nicht unbedingt einkaufen. Aber wenn es um das Thema Gold geht, ist man hier richtig. Man wird ein bisschen erschlagen von der ganzen Flut hier. Und hier gilt natürlich auch wieder ein bisschen zu handeln. Natürlich ist es nicht so viel wie jetzt bei den anderen Märkten, weil es gibt ja einen fixen Goldpreis. Wir haben es nun geschafft, raus aus dem Goldzug. Die ganze Tour ist jetzt vorbei, waren fast 4 Stunden. Eigentlich war es nur für 3 Stunden angekündigt, hat 4 Stunden gedauert. Genau. Es war definitiv ein Erlebnis. Ich hoffe, dass wir euch auch ein bisschen einen Einblick über Dubai geben konnten. Und ich würde sagen, ja, das war es dann eh schon wieder für das heutige Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss.